keine Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No Work, Just Fun with Randy Run. Hallo liebe WoW-Freunde, hier ist der Kabasch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge hier in der Alpha von WoW Legion. Und wir sind natürlich noch immer in Val'Shara unterwegs. Wir haben ja unseren Geschichtsstrang noch nicht abgeschlossen. Zumindest ist das zumindest so das erste Ziel, was ich für das Alpha-Let's Play jetzt hier habe, solange wir noch in Val'Shara unterwegs sind. Guck mal, hier ist so eine kleine Enklave an grünem Gras, kann man quasi sagen, aber mit verwundeten Satyren, nicht mal Toten. Aber ich möchte mir, bevor ich in die Inn gehe, noch den Ramob hier... Hallo? Hier vorne schnappen, was denn mit euch verkehrt? Also ihr seid, glaube ich, ein bisschen falsch positioniert in dem Baum. Ich kann da auch rein? Ich kann einfach in den Baum reinlaufen. Was ist denn hier los? Ich sehe nichts. Ach komm, wir gehen einfach. Der kommt schon nach. Glaube ich, oder? Moment, den habe ich doch schon mal umgelegt. Den habe ich doch das letzte Mal schon besiegt. Was will der kleine Kobold eigentlich von mir die ganze Zeit? Und irgendwie fehlt hier was in der... Wo ist denn hier mein Rückzug? Das fällt mir jetzt erst auf tatsächlich gerade. Moment, erstmal ins Büchlein gucken. Wo ist denn mein Rückzug? Zurechtstutzen, totstellen? Ich habe keinen Rückzug mehr. Play Dead, wake up, hä? Ach so, das kann ich... Also mit dem Wichtel hier ist auch irgendwas verkehrt. Ach so, ich kann meinem Vieh sagen, dass es sich totstellen soll noch, okay. Aber mein Rückzug... Das ist ja jetzt unfair. Jetzt kriege ich die Harpune und verliere Rückzug oder was? Was ist denn hier los? Weil die haben das jetzt hier auch geändert. Nee, Fähigkeit Rückzug. Aber Impromptu ist jetzt mit der Harpune geknüpft. Weitschreiter aber noch mit Rückzug. Es gibt keinen Rückzug mehr. Ey, ich bin gerade echt ein bisschen baff. Raptorstoß und da müsste Rückzug sein. Jetzt bin ich echt baff. Aber wirklich. Da klauen die einfach meinen Rückzug. Das ist mir doch gar nicht aufgefallen. Das ist doch, ne? Diese Schweine. Also dann gebe ich die Harpune gerne wieder her. Ich hätte gern wieder Rückzug. Es ist ja doof. Dann sollte man aber mal... schleunigst die Abklingzeit von Aspekt des Geparden runtersetzen. Von 3 Minuten. Für eine Bewegungsgeschwindigkeitserhöhung für 3 Sekunden. Und nochmal folgenden 6 Sekunden. 9 Sekunden, aber das sind nur 30%. Also das finde ich zu krass, die Abklingzeit von 3 Minuten. Also dann hätte ich lieber, dass die Bewegungsgeschwindigkeit... nur 3 Sekunden lang um 90% erhöht ist. Nice, wir sind Stufe 105. Aber dafür die folgende Bewegungsgeschwindigkeit um 30% gar nicht. Und dafür die Abklingzeit aber nur eine Minute oder anderthalb. Weil ohne Rückzug... Boah. Rückzug, das war immer bei mir auf der mittleren Maustaste. Das Vieh stirbt gar nicht, doch. So, wir haben investigated... Reunite with Tyrande. Ist hier oben noch irgendwas? Vielleicht ein Schatz? Ja, sie... Oh, was für ein Schatz. Taschenportal der Legion. Öffnet ein Portal zu einer gefährlichen Welt der Legion. Ja, das werden wir dann mal ausprobieren. Aber nicht hier. Nicht gerade, wo wir hier mittendrin sind. Ich weiß, ihr wollt das jetzt alle sehen. Jetzt müsst ihr alle noch warten, bis Onkel Kabasch euch das zeigt. Ich muss jetzt nämlich... Du bist ja schon wieder da. Ich hab dich doch gerade erst umgehauen. So schnell wächst aber kein Baum hier nach. Nee, ich denke mal, wir werden das machen, wenn wir mal in einem Gasthaus oder so wieder sind. Zumindest, wenn wir mal verkauft haben. Und draußen tobt ein Sturm. Oh, wir müssen uns beeilen, oder?
Champions to me, I have found something. Okay, wo bist du denn? Ah, hier. So, moin. Was gibt's? Ach, jetzt müssen wir zu den verletzten Satyr. Okay, da waren wir ja in der letzten Folge schon mal. Ne, eben waren wir hier schon mal. Für mich ist das ja alles noch gerade eben. Was denn jetzt hier los? Was geht denn mit Tyrande ab? Tja, sie hat ihn gepurcht. Ja, sie hat ihn umgebracht, also, ne? Das kann man dann natürlich auch purgen nennen. Ach, Umbraxis the Crew. Wo rennt die denn hin? Hallo, hier ist der. Lässt uns die Drecksarbeit einfach wieder alleine machen, ne? Typisch. Typisch. Naja. Ist ja nicht wirklich schwer. Der hat ja gerade mal 500.000 gehabt. Das meine ich, er fällt zu schnell. Tyrande, no, it's a trap, ja. Admiral Akbar lässt grüßen. Oh. Muss ich dich besiegen? Ich will nicht, du hast so viel Leben. Der hat mehr Leben als eben. Ach ja, es skaliert ja alles, genau, das war's ja irgendwo. Schon wieder vergessen, dass hier alle Viecher mit allem skalieren. Also, unserem Level. Er ist immun, okay. Aber unser Pet hält mittlerweile mehr Aggro, das muss man ja mal sagen. Und das ist durchaus auch mal ganz angenehm. Was noch so ein bisschen irritierend natürlich ist, dass man keinen Angriff hat, der Fokus wiederherstellt. So, und jetzt muss ich mal schauen, wo ich hin muss. Irgendwo hier hin, glaube ich. Ja, ja, du kannst mal mitkommen da hinten. Oh, da haben wir uns aber schön hochgezogen. Hatte ich schon Sorge, dass wir irgendwo runterfallen. Und unser Leben sieht gerade nicht so gut aus. Aber okay, das gibt sich gleich wieder. Was haben wir denn da gefunden? Kette 810. Auf Stufe 110. Wir wissen ja, dass voraussichtlich auf dem im normalen Modus der Raids 840 droppen wird. Und auf heroisch 855. Wahrscheinlich dann auf mythisch 870. Wir könnten in der Erweiterung... Was war das? Oh, hier muss man aufpassen, wie man die Kamera dreht. Wir können in der Erweiterung also vielleicht auch noch Gearstufe 1000 schaffen. Oh nein! Oh nein! Xavius sieht auch anders aus als noch angekündigt, ne? Muss man auch einfach mal sagen. Aber Isera! Was ist mit Isera? Sie ist verdorben! Ich meine, sie sieht ziemlich geil aus. Das als Mount wäre der Hammer, aber... Fuck, Mann! Nein! Ey, die brennende Legion hier mit Xavius und der Verderbnis, die ist echt krass drauf in Valshara. Was macht er jetzt mit Malfurion? Er nimmt ihn mit. Super. Das ist ja jetzt alles ziemlich scheiße gelaufen. Ich möchte kurz mal im Abenteuerführer reinschauen. Schlachtzüge, The Emerald Nightmare. Isera steht hier noch nicht drin, ne? Also nur Nithendra. Ilginoth, Heart of Corruption, Ursorg natürlich Dragons of Nightmare. Ist sie dabei? Isondre shares health with Emrys, Lethan and Terra. Also, ne? Besonders Isondre und Emrys kennt man ja. Ah, ne, Eranikus war das, den ich meine. Und Xavius natürlich. Aber Isera steht hier noch nicht drin. Wobei Isera vielleicht optional ist für. Mythisch? Wäre möglich. So wie damals Sinestra in Bastion des Zwielichts war es, glaube ich. Das darf nicht sein. Ja, da hast du recht, Tyrande. Wir müssen den Tempel von Elun verteidigen. Okay. Wie kommen wir denn jetzt dahin? Ich bin bereit, ja. Bringst du mich jetzt dahin? Oh. Wie sitze ich denn da drauf? Wo halte ich mich denn fest? Was ist denn da? Ey, das ist ja ein Bild für die Götter. Wie sieht das denn aus? Sehr grenzdebil. Oh.
Oh. Schwefelzerstörer. Oh, der ist 110. 4,2 Millionen. Ist vielleicht ein bisschen hart für mich. Das ist hier so ein Teufelshescher-Verschnitt wahrscheinlich. Wenn der nämlich auf einen drauf dappt, dann war's das. Oh nein, Isera, schau sie dir an. Die verdorbene Isera macht da Chaos. Sie brennt alles nieder. Hör auf, mein Lieblingsdrache. Ich finde, Isera ist der beste Drache. So, Rolf, komm raus. Rolf? Wo ist Rolf? Rolf ist tot. Warum ist Rolf tot? Tyrande hat Rolf umgebracht. Und jetzt verteidigt den Tempel. Ja, ich muss jetzt Isera angreifen oder was hier? Kann ja wohl nicht sein. Mein Lieblingsdrachen jetzt hier umhauen. Ich hoffe mal, dass wir... Albtraumatem gefällt mir nicht. Tötet die gerade Nachtelfen? Da sind Nachtelfen gestorben, ne? Hammerhart. Isera hat sich komplett vergessen durch die Verderbnis, wer sie ist und... Wow! Aufpassen. Nicht hinter dem Drachen stehen. Drachen haben wieder Schwanzschlag. Was macht sie jetzt? Sie dreht sich. Sie löst meine Falle gar nicht aus, obwohl sie voll in der Hitbox steht. Oder die Hitbox voll in der Falle ist. Jetzt sagt nicht, wir haben... Nee, oder? Nee. Was ist das? Was? Was sagt Tyrande? It had to be done. Blessed Ilun sheds the little light on the set. Okay. Das ist die Träne von Ilun, okay. Wir nehmen die Beine auf jeden Fall. Ihr habt den Albtraumteil dieses Spieltests abgeschlossen. Enter Darkheart Thicket and slay the Shade of Xavius. Wir haben... Also jetzt ohne Scheiß, dass die Geschichte so schnell jetzt hier vorbei ist auf der einen Seite. The Tear of Ilun. Take the Tear to Ilun to Archmage Khadgar. Okay, das machen wir gleich. Wir haben Isera umgebracht. Wir haben Isera getötet. Fuck, Alter. Ey, ich bin gerade so geflasht. Das kann doch nicht sein, oder? Wir haben doch jetzt nicht hier einfach, ne, die Anführerin des grünen Drachenschwarms, Isera. Hallo, die Träumerin. Wir haben die echt umgebracht. Und das ist hier vertauscht, ne? Isera sagt Blackness und Tyrande sagt... Sleep now, dear Isera. Sleep forever and dream no more. Wir haben sie fucking umgebracht, oder? Ey, das ist gerade hart. Ich finde, das ist echt hart gerade. Huh. Ey, einfach so... Für mich ich liebe die ganzen Drachenaspekte. Ich finde die Geschichte um die herum mega interessant und mega spannend und was da halt in urzeitlichen Zeiten halt einfach schon vor sich hergegangen ist, während hier all die Menschen und Orks und so weiter noch gar nicht existent waren und so weiter mit den Titanen auch. Oh, jetzt, als sie ihre Unsterblichkeit aufgegeben haben, war das ja schon ein Schlag irgendwo. Aber jetzt... Ist sie tot? Isera, einer der Drachenaspekte. Boah, das finde ich schon ziemlich krass. Und sie wurde in einer Quest verbraten. Das möchte ich nochmal betonen. In einer Quest. Naja. Hi Khadgar, ich habe hier die Träne von Ilun. So, bekomme ich ein bisschen Artefaktmacht dazu. Das ist doch hier alles. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Ich habe so das Gefühl, ohne zu spoilern,
dass Legion eine Erweiterung ist, die an Game of Thrones angelegt ist, nach dem Motto, ne? Es sterben hier einige Leute irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass Blizzard die Geschichte und den Fortlauf der Geschichte ein bisschen umkrempelt. Irgendwie habe ich hier Geld vergessen. Das schickt mir der Postmeister die ganze Zeit. Heftig. Heftig. Wir gehen jetzt nochmal in die Volltrefferhütte und bauen unsere Artefaktwaffe aus. Und dann schauen wir mal, wo wir demnächst unsere Reise fortsetzen. Denn Val'Sharrar ist noch nicht komplett durch, aber eben stand ja dabei auch die Hauptgeschichte aus dem Test jetzt. Ey, das ist so heftig. Einfach Ysera weg. Weg! Gibt's gar nicht. So. Wir haben unzählige Gegenstände, die, glaube ich, Artefaktmacht gewähren. Und die muss ich jetzt erstmal alle finden. So, die geben 100. Was habe ich denn hier noch so? Das ist ein... Ah ja, genau, Spielzeug. Muss ich noch lernen. Hier haben wir nochmal Artefaktmacht. 75. Hier haben wir... Versteinert. Ach so, das ist was anderes. Ich dachte, das gäbe auch nochmal Artefaktmacht. Das war's, glaube ich, ne? An Artefaktmacht sehe ich jetzt gerade nichts mehr. Ah, guck mal, ein Rezept. Nee, kann ich noch nicht lernen. Kochkunst 1. Ich muss mal kochen lernen. Guck mal, Buff-Food. Für eine Stunde lang 971 Meisterschaft. Ja, das kann sich sehen lassen, ne? Okay. Das war's. Ah nee, guck mal, hier habe ich noch Shards of Potentation. Natürlich. So, dann können wir mal ein bisschen weiter skillen. Und Flanking Strike ausbauen. Wir haben jetzt noch 475. So, aber wir bräuchten 500. Tja, war wohl nix. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen an dieser Stelle. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer Kabasch.